hat man gefragt, was wird gerechnet als Lernen Torah? Was muss man vor dem Bar Kot HaTorah sagen? Eigentlich, wir sagen jeden Tag nach dem Birkot HaShachar, dem Birkot HaTorah, und nachher lesen wir auch einen Pasuk oder einen Teil von dem Torah, und dann erfüllen wir den Birkot HaTorah mit Lernen nachher zu dem ganzen Tag. Nach meisten von dem Poskim, auch wenn jemand ist schlafen gegangen mitten Tag und aufgewacht und will wieder Torah lernen, muss er nicht wieder den Birkot HaTorah sagen. Wenn jemand aber vor dem Sagen von dem Birkot HaShachar, vor dem Sagen von dem Birkot HaTorah, will er etwas lernen, wird gebracht in dem Poskim, dass eigentlich, wenn jemand nur denkt über den Torah, er denkt Gesetze von dem Torah, aber er spricht nicht raus den Wörter von dem Torah, was er lernt, eigentlich muss er nicht auf dem Birkot HaTorah sagen. Wenn jemand aber lernt mit dem Zweiten lest dem Halachaue und er hört, das wird gerechnet als Lernen von dem Torah und vor dem muss er den Birkot HaTorah sagen. Gib dem Frage, wenn jemand hört eine Audiounterricht oder hört zum Beispiel dieses Video vor dem Lesen von dem Birkot HaTorah, ob das ist erlaubt oder nicht. Weil vielleicht kann man das rechnen als er lernt mit dem Zweiten und vielleicht braucht das auch Birkot HaTorah früher. Sowieso, auch wenn jemand will, auch nur denken wegen dem Torah, weil was nach meistem von dem Poskim, muss er nicht sagen, den Birkot HaTorah früher, aber weil doch erfüllt er auch einen Teil von dem Lernen von dem Torah, Ve'agita bo yomam v'layla, deshalb schreiben den Poskim, dass er soll doch lesen den Birkot HaTorah und sagen einen Satz oder eine Halacha in seinem Mund und nachher soll er denken über dem Torah, was er will lernen, oder hören dieses Video oder ähnliches.